Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, aber heute geht es nicht um dieses Ding hier, also sprich ein Smartphone, sondern das, was wir damit machen können und noch konkreter das, was wir mit der Kamera machen können. Damit können wir auch Bilder machen logischerweise und die Bilder im Nachgang vielleicht noch zu bearbeiten, zum Beispiel zu verbessern, Objekte zu entfernen, Hintergründe zu entfernen. Dafür gibt es ein Software-Tool oder mehrere, aber eins stelle ich euch heute vor und das gucken wir uns jetzt in dem Video mal genauer an. Und das Tool, über das wir heute sprechen wollen, ist HitPaw Photo AI, also sprich, der Name sagt schon, eine Software, die auf Artificial Intelligence setzt, um Bilder zu bearbeiten, zu verbessern, zu entfernen, Teile des Bildes zu entfernen und auch Bilder zu generieren. All diese Funktionalitäten sind hier mit drin. Also ihr habt einen Editor, der verschiedenste Facetten mitbringt, also einmal Bilder verbessern, Upscaling von Auflösungen, Dinge aus Bildern entfernen oder auch Bilder generieren. Das Ganze ist kostenlos testen. Ihr könnt es kostenlos testen, dann halt eingeschränkten Funktionsumfang logischerweise. Ihr könnt es natürlich auch kaufen, wenn ihr wollt. Dazu probiert ihr es am besten aber immer vorher natürlich aus. Verfügbar für Windows und auch für macOS. Bekommt ihr, glaube ich, auch, oder beziehungsweise ich weiß es sogar, im Windows Store. Also sprich, ihr könnt es, müsst es nicht unbedingt über die offizielle Website herunterladen, so wie wir sie hier sehen, sondern ihr könnt es natürlich auch über den Windows Store entsprechend beziehen. Ja, die Funktionalitäten sind hier nochmal aufgeführt. Bildqualität verbessern, sprich Upscaling von Bildern. Ihr könnt AI-Bilder generieren, das kennt ihr vielleicht von Midjourney und Co. Ihr könnt Objekte aus Bildern entfernen und auch Hintergründe aus Bildern entfernen mit relativ wenig Aufwand, mit einfachen Klicks und einer kompakten Benutzeroberfläche. Und das ist vielleicht das Wichtige dabei nochmal. Natürlich sind diese Funktionen auch in anderen Software-Tools enthalten. Hier aber wirklich ultra einfach für jeden, der sich nur eine Sekunde oder 10 Sekunden damit beschäftigen will, der findet sofort die notwendigen Knöpfe. Zeige ich euch aber alles später nochmal, wie einfach das wirklich mit wenigen Klicks letztlich funktioniert. Genau, also KI ist hier mit drin, also deswegen heißt das Tool ja auch AI, weil halt wesentliche Teile der Funktionalitäten über AI hergeleitet werden bzw. funktionieren. Ihr habt noch Produkte drin oder bzw. Aktivitäten drin, ein Gesicht zu verbessern. All sowas ist hier mit aufgearbeitet als zusätzliche Funktionalitäten im Bereich Bildverbesserung sozusagen. Dann könnt ihr, habe ich vorhin auch schon gesagt, Hintergründe von Bildern entfernen. Hier habt ihr ein Beispiel gesehen und ihr könnt natürlich Text in Bild umwandeln. Also das, was ihr, wie vorhin schon erwähnt, von Midjourney und anderen Tools schon kennt. Funktioniert relativ easy und man gibt euch auch, es gibt auch Vorschläge und so weiter und so fort. Also das nochmal verbessert zu dem, was man normalerweise tut. Installation ist wirklich super einfach, das brauchen wir euch gar nicht, brauche ich euch gar nicht zu zeigen. Aber jetzt springen wir direkt mal rein in die Software und gucken uns an, wie das Ganze geht. So, die Installation habe ich euch erspart, die ist nämlich relativ einfach oder beziehungsweise super einfach, wenn ihr es über den Windows Store macht, noch einfacher, als wenn ihr das Programm wie jedes andere Programm auch unter Windows oder unter Mac installiert. Hier seht ihr die Benutzeroberfläche, wenn ihr einsteigt, sehr, sehr aufgeräumt, sehr, sehr einfach. Im linken Bereich die 4 Hauptkategorien, in denen ihr arbeiten könnt. Da gibt es dann natürlich noch Subkategorien, wenn wir das Ganze einmal geöffnet haben. Aber hier wirklich sehr einfach strukturiert und jeder weiß sofort, wo er reinklicken muss und dann einfach nur auf Jetzt starten und schon geht's los. Jetzt könnte man denken, wir fangen ganz oben an bei den Funktionen, tun wir aber nicht, denn ich brauche erstmal ein Bild, welches wir gleich verbessern können mit dem AI Enhancer und deswegen erstellen wir jetzt mit dem Midjourney Klon sozusagen hier einfach ein Bild, welches wir nachher verwenden können. Das ist die Funktionalität mit Artificial Intelligence Bilder zu erstellen. Ihr tragt hier unten einfach einen Text ein mit dem, was ihr darstellen wollt und schon generiert euch die Software entsprechende Bilder und ihr könnt dann auswählen, ob ihr das Ganze benutzen wollt oder weiterverarbeiten wollt oder ändern wollt und so weiter und so fort. Im rechten Bereich könnt ihr noch Konfigurationsmöglichkeiten vornehmen. Ihr könnt auch noch Bilder als, ich sag mal in Anführungsstrichen, Vorgabe hochladen. Auch das funktioniert und hier in der Mitte seht ihr, können wir noch verschiedene Stile auswählen, damit das Ganze dann generiert wird. Und jetzt würde ich sagen, wir legen einmal los, denn wir brauchen ja ein Bild, mit dem wir nachher weiterarbeiten können. Und jetzt seht ihr, der Text ist unten eingegeben. Wir haben einmal auf Erstellen geklickt und jetzt läuft die, ich glaube, es ist eine Katze. Ist es eine Katze? Wahrscheinlich ist es eine Katze. Die Katze läuft jetzt los und beginnt damit im Hintergrund sozusagen Bilder zu generieren. Da läuft natürlich im Internet irgendeine Art von Tool mit durch. Also das ist ja jetzt nicht was nichts, was auf eurem Rechner abläuft, sondern es läuft natürlich im Internet. Und ihr seht auch, dass das Ganze ein paar Sekunden dauert.
Das hängt vermutlich auch mit der Kapazität des Dienstes zusammen, der da im Hintergrund beansprucht wird. Das hat jetzt nichts mit eurem Rechner zu tun, sondern ich vermute mal, das hängt mit der Priorisierung, welche das die Software bei dem Anbieter, der diese AI-Funktion bereitstellt, da entsprechend eingeräumt bekommt, und dementsprechend dauert es manchmal etwas länger oder geht auch etwas schneller. Spannend ist, dass ihr per se erstmal direkt zwei Bilder bekommt. Das ist vielleicht ganz gut, denn da habt ihr zumindest ein bisschen Auswahl zwischen dem, was ihr denn nachher bekommt und was ihr sehen wollt. Wir können auch die Bilder dann im Nachgang nochmal weiter verändern. Ihr könnt euch übrigens auch Vorschläge machen lassen, also sprich, die Software generiert euch dann automatisiert entsprechende Wörter, die dann in dieses Textfeld eingetragen werden können. Das könnt ihr dann auch adaptieren, also sprich, könnt dann anpassen an Teilen daran, weil die Einstellungen, die euch da vorgegeben werden, beinhalten natürlich viel mehr als das, was ich jetzt hier eingetragen habe. Ich habe ja jetzt hier einfach nur ein paar Wörter aneinandergereiht mit der Bitte, daraus ein Bild zu erstellen. Das geht natürlich noch viel aufwendiger und viel professioneller. Habe ich jetzt hier nicht gemacht, weil brauchen wir jetzt nicht, und ehrlich gesagt, ich habe mich auch noch nicht in der Tiefe damit beschäftigt. Jetzt sehen wir hier aber, die Bilder sind entstanden, und ich finde, es ist gar nicht schlecht. Es sind jetzt natürlich nicht zwei Hütten, sondern mehr. Das ist jetzt einmal so. Aber wir nehmen jetzt eins von den beiden Bildern, nehmen wir mit und bearbeiten das jetzt in den kommenden Schritten dann weiter, sodass ihr sehen könnt, wie wir diese Software einmal quer durch das ganze Bild entsprechend auch nutzen können. Und jetzt fangen wir dann tatsächlich auch oben an sozusagen. Der AI Enhancer kommt jetzt zum Einsatz, also sprich das Bildverbesserungstool. Und wir starten hier mal mit den Beispielen vom Hersteller. Die nehme ich jetzt tatsächlich nur, um euch zu zeigen, was für Unterfunktionalitäten es letzten Endes noch gibt. Ihr seht hier rechts unten, können wir die Auflösung auswählen. Also sprich, wir können das Standardbild, welches hier mit einer sehr niedrigen Auflösung daherkommt, nochmal richtig aufpusten und haben dann die Möglichkeit, rechts oben dann die verschiedenen Dinge zu konfigurieren. In dem Fall würden wir jetzt, weil es natürlich ein Porträt ist, würden wir uns erstmal das Gesicht oder beziehungsweise würden wir das Gesicht verbessern, und jetzt schauen wir mal, was da rauskommt, und wir sehen jetzt gleich relativ schnell, dass der Unterschied zwischen der Basisdatei, die wir gerade gesehen haben, und dem, was jetzt generiert wird, ganz dramatisch ist. Ihr seht jetzt links die Basisdatei, rechts die verbesserte Version. Und da sieht man aus meiner Sicht den Unterschied schon sehr deutlich. Ich sag's nur mal, es sind natürlich jetzt Beispiele vom Hersteller, deswegen machen wir gleich auch noch einen Test mit meinen eigenen Bildern. Also da verlassen wir uns jetzt nicht drauf, was der Hersteller hier uns an Beispielen mit an die Hand gibt, denn die sind natürlich schon in der Dramatik zwischen linkem und rechtem Bild relativ klar. Wir gucken uns nachher auch mal an, wie der Unterschied denn dann ausfällt, wenn das Ganze nicht ganz so klar ist. Auch hier nehmen wir wieder eine höhere Auflösung, damit das Ganze etwas hochskaliert wird, und lassen hier einmal die Verbesserung drüber laufen und schauen dann mal, was da rausgekommen ist. Und wir sehen gleich auch hier, dass die Bildqualität natürlich deutlich besser ist. Wenn ihr mal anschaut, wie verschwommen das linke Bild ist und wie detailreich das rechte Bild ist, da sieht man schon deutliche Unterschiede, und das in einer relativ kurzen Zeit der Bearbeitung. Wir machen auch noch ein drittes Beispiel, was hier unten vorgegeben ist. Da geht es jetzt ein bisschen um das Thema Bildrauschen. Hier seht ihr das Originalbild. Auch hier geben wir jetzt einmal die Auflösung, schrauben wir einmal hoch und machen dann einmal den Durchgang sozusagen und gucken, was rauskommt. Ihr seht jetzt, dass das hier relativ schnell geht. Je höher die Auflösung des Basisbildes ist, desto länger dauert es natürlich auch. Hier sind die Auflösungen der Basisbilder relativ gering. Sprich, der Upscaling-Effekt ist sehr, sehr hoch. Trotzdem geht es schnell, aber das ist im Prinzip so zu sehen, dass wenn das Basisbild sehr groß ist, gibt es natürlich nicht so viel, was noch verändert oder verbessert werden kann, und deswegen dauert da der Vorgang auch etwas länger. Ganz unabhängig davon, dass natürlich auch viel größere Datenmengen verarbeitet werden müssen, wenn das Basisbild schon eine relativ hohe Auflösung hat. So, jetzt schauen wir auch hier gleich mal rein, wie denn die Verbesserung aussieht, und auch da werdet ihr erkennen, der Unterschied ist deutlich sichtbar. Jetzt hier in dem ersten Blick aus meiner Sicht noch nicht ganz so dramatisch wie bei den anderen Bildern, aber wenn wir jetzt reinzoomen, sehen wir schon sehr deutlich die Unterschiede. Gucken wir hier mal auf den Fisch, dann ist der Unterschied schon sehr deutlich. Aber das waren ja bisher nur die Beispiele, jetzt gucken wir uns mal den Selbsttest an sozusagen. Ja, und dafür brauchen wir, wie sollte es anders sein, natürlich das Bild, welches wir vorhin generiert haben. Denn wir wollen ja jetzt quasi ein Bild von denen, die wir vorhin generiert haben, weiterverwenden. Hier seht ihr jetzt eins der Bilder, die ich generiert habe, und wir gehen jetzt hier einmal in die Bildverbesserung rein. Die Auflösung von diesem Bild ist jetzt tatsächlich ein bisschen höher als das, was wir gerade gesehen haben. Sprich, das Potenzial, das Ganze noch weiter zu verbessern, ist nicht mehr ganz so groß. Und ihr habt hier gerade auch gesehen, dass es jetzt etwas länger dauert. Das hängt ganz einfach damit zusammen,
Das, wie vorhin schon erwähnt, jetzt natürlich das Basismaterial schon mit einer viel höheren Auflösung daherkommt, die Potenziale deswegen umso schwieriger zu berechnen sind. So ist zumindest meine laienhafte Erklärung dafür. Wenn ihr das besser wisst, schreibt es mir gerne auch nochmal in die Kommentare. Es würde mich interessieren, ob ich da vielleicht falsch liege, aber das wäre jetzt so meine These. Und im Laufe der Zeit wird jetzt natürlich aus diesem schon hochwertigen Bild, also sprich mit einer hohen Auflösung generierten Bild, wird jetzt versucht, noch mehr rauszuholen. Und wir werden gleich feststellen, und das nehme ich vielleicht schon mal ein bisschen vorweg, dass das Ganze tatsächlich auch hier bei diesem Bild funktioniert hat. Also sprich, die Beispielbilder, die wir gerade gesehen haben, waren vielleicht Extrembeispiele, gerade zum Beispiel das mit dem Gesicht ist ein sehr extremes Beispiel zwischen besonders unscharf und besonders scharf. Aber wir werden auch hier gleich sehen, dass der Unterschied schon dramatisch ist in den Details, die sich im Hintergrund zum Beispiel zeigen werden. Im Übrigen werden wir dieses Bild jetzt auch gleich weiterverwenden, wenn wir noch Objekte entfernen und so weiter und so fort, denn dafür haben wir es ja vorhin generiert. Ihr seht jetzt, wir kommen langsam ans Ende der Bearbeitungszeit. Jetzt geht es hier nochmal mit kleinen Schritten voran, also mit relativ kleinen, wirklich kleinen Schritten in dem konkreten Fall jetzt hier. Aber gleich ist das Bild dann auch fertig und dann schauen wir einmal rein in den Vorher-Nachher-Vergleich. Da sind die beiden Bilder. So. Auf den ersten Blick würde ich sagen, ist es nicht ganz so dramatisch. Ein bisschen erkennt man es vielleicht. Ich weiß nicht, wie YouTube das jetzt rumgerechnet hat. Ein bisschen erkennt man es, glaube ich, schon. Jetzt gehen wir hier aber mal rein und gucken einmal hier. Linkes Bild ist das Original, rechtes Bild das nachbearbeitete. Und ihr seht, dass zum Beispiel die Bäume deutlich strukturierter sind oder vielmehr mit viel mehr Textur ausgestattet sind. Gleiches gilt auch für das Haus. Die Unterschiede sind nicht ganz so dramatisch wie bei den Beispielbildern. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Aber hier am Berg zum Beispiel erkennt man es aus meiner Sicht auch nochmal sehr schön. Da sieht es recht tatsächlich aus wie aus meiner Sicht fotorealistisch, links natürlich etwas grobkörniger aufgelöst bzw. etwas unschärfer. Also insofern hat auch der Enhancer den Test mit meinem eigenen Bild aus meiner Sicht voll und ganz bestanden. Ja, und dann möchte ich euch noch den Bereich Objekte entfernen zeigen. Das ist ja was gerade mit Google, mit seinen Pixel-Phones und so weiter und so fort, gerade schwer angesagt ist sozusagen, aus Bildern Themen entfernen und das mit einer AI-Unterstützung. Das geht auch hier mit dem HitPaw Photo AI-Tool. Und da würde ich euch jetzt gerne einfach mal zeigen, was passiert, wenn wir jetzt diese Hütten entfernen. Das Tool ist wirklich super einfach zu bedienen. Ich hatte es euch ja schon gesagt. Ihr habt hier diese Markierungsfunktion und könnt damit jetzt Dinge auf eurem Bild markieren und wir machen das jetzt hier auch mal mit den entsprechenden Hütten. Wir können auch mehrere Dinge markieren, also ihr müsst nicht jede Hütte jetzt einzeln rausrechnen lassen, sondern könnt die quasi alle in einem Zug rausrechnen lassen. Dann markieren wir die jetzt mal und schauen mal an, was passiert. Und dann sehen wir, dass diese Hütten tatsächlich, und das ist jetzt natürlich wieder nur meine persönliche Meinung, lasst mir gerne eure Meinung mal in den Kommentaren da, sehr, sehr sauber rausgerechnet sind. Also ich würde jetzt denken, dieses Bild hätte auch so entstanden sein können. Ich blende euch die Hütten nochmal ein. Wir nehmen die Hütten nochmal raus. Also aus meiner Sicht ist das wirklich richtig, richtig gut gelöst. Da sieht man einfach, was die Software heutzutage kann, was in der Vergangenheit halt nur richtig gute Grafiker und ähnliche konnten. Das ist heute mit wenigen Klicks und ihr habt gesehen, wir mussten nur die vier Objekte markieren und dann das Ganze durchlaufen lassen. Das geht wirklich sehr, sehr, sehr einfach, da Dinge zu entfernen und Dinge rausrechnen zu lassen aus einem entsprechenden Foto. Was gibt es da noch zu sagen? Gut, jetzt ist es so, dass wenn wir jetzt gleich reinzoomen, und das können wir jetzt auch mal machen, dass wir einmal schauen, wie das Ganze dann aussieht. Und ihr seht hier, dass natürlich in den Details hinten, wenn man sehr stark reinzoomt, das Ganze schon leicht verwaschen wirkt. Das ist aber aus meiner Sicht nicht weiter dramatisch, denn wenn ihr wieder rauszoomt, passt das Ganze wieder. Ihr müsst halt nur wissen, dass wenn ihr zum Beispiel ein Bild auf ein Poster oder sowas drucken wollt oder sehr groß drucken wollt und die Auflösung entsprechend hoch ist, dann müsst ihr bei diesem Rausrechnen immer bedenken, dass nicht nur hier, sondern allgemein das Ganze leicht verwaschen ist, dass die Pixel interpoliert werden. Ja, damit sind wir einmal kurz durch die wichtigsten Funktionalitäten. Hintergrund entfernen haben wir uns jetzt aufgespart. Ihr habt gesehen, wir können damit Bilder generieren, wir können Bilder verbessern, wir können Objekte entfernen und das halt eben wirklich sehr, sehr einfach, sodass man sich nicht groß in eine komplexe Software einarbeiten muss, sondern sehr einfach seine Bilder verändern kann. Und die Funktionen, die wir gerade gesehen haben, lassen wir mal die Beispiele vom Hersteller außen vor, also unser Bild, welches wir hier bearbeitet haben und so weiter und so fort. Da würde ich tatsächlich sagen, das hat gut funktioniert. Ich würde an manchen Stellen sogar sagen, es hat sehr gut funktioniert. Das Upscaling hat mir wirklich richtig gut gefallen. Da sieht man die Unterschiede schon sehr, sehr deutlich und auch das Objekte entfernen, was wir hier jetzt nochmal machen, vor allen Dingen hinten zum Beispiel den Berg noch mit rausnehmen. Ja, auch das funktioniert aus meiner Sicht richtig gut. Dafür ist das Tool
Auch vom Preis her angemessen. Wenn ihr gerade eine Aktion schießen könnt, kostet es, glaube ich, unter 20 Euro, also ein absolut fairer Preis. Und vor allen Dingen könnt ihr es auch kostenlos testen, was ich persönlich ja immer ganz spannend finde, damit man selber ausprobieren kann, ob es das Richtige für einen ist. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare. Ich versuche alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.